Hitzefalle Auto. Wir machen den Test auf, wie viel Grad heizt sich das Auto im Laufe der Sendung auf. Gut zugehört. Wer steckt denn hinter den Stimmen der Stadtbahn- und Busdurchsagen? Und selbstbewusst in die neue Saison. Die SG Ladies lassen sich von ihren alten Rekorden nicht beeindrucken. Damit herzlich willkommen. Hier ist Ihr Journal von Regio TV am Mittwoch. Und heute dürfen wir jubeln, der Sommer ist zurück mit Werten von über 30 Grad. Aber leider spielen sich bei dieser Hitze auch oft Dramen ab. Erst vergangene Woche ist in Österreich ein Säugling im Auto gestorben. Die Eltern hatten das Kind dort in der prallen Sonne zurückgelassen. Da werden viele jetzt mit dem Kopf schütteln, aber leider ist das kein Einzelfall. Um Ihnen zu zeigen, wie heiß es in kürzester Zeit in einem Auto wird, hat Lukas Schäfer den Selbsttest gemacht. So, es ist jetzt 13 Uhr und wir haben 28 Grad. Das ist hier eigentlich gerade total angenehm. Aber was passiert, wenn ich mich jetzt 13 Minuten lang, also einer Zeitspanne, bis wir Ihnen das Wetter zeigen, ins Auto setze, das wohlgemerkt in der Sonne steht? Günther, das teste ich jetzt mal. Da sind wir mal gespannt und werden in der Sendung öfter mal zu Lukas ins Auto schauen. Vielleicht steigt er demnächst ja aber auf Bus oder Bahn um. Die sollten erstens besser klimatisiert sein und zweitens hört man dort doch auch die angenehmen Stimmen der Damen, die uns die nächste Haltestelle ansagen oder auch welcher Zug einfährt. Aber haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wer hinter diesen Stimmen steckt? Wir schon. Ist das nicht wirklich ein schöner Tag heute in Stuttgart bei 37 Grad? Sagt Ihnen jetzt erstmal nichts? Dann hören Sie jetzt nochmal genau hin. Achtung, bitte hier zum Ersatzverkehr mit Kleinbussen in Richtung Umsteigen. Na, dämmert schon. Hinter den beiden Aufnahmen steckt die gleiche Frau, und zwar diese hier. Mein Name ist Dorothee Roth. Ich spreche seit vielen Jahren die Ansagen in den Bussen und Bahnen in Stuttgart und Umgebung. Jetzt müsste es aber klar sein. Wer öfters mit der Stadtbahn unterwegs ist, weiß, dass am Bahnsteig noch eine andere Stimme zu hören ist. Und die gehört zu dieser Dame. Mein Name ist Sibylle Schwarz. Ich bin noch nicht ganz so lange dabei, aber doch auch schon etliche Jahre, die man meine Stimme dann hören kann in den unterirdischen Bahnhöfen. Die beiden Schwäbinnen haben lange Arbeitszeiten. Sie sprechen täglich von morgens um 4 bis spät in die Nacht. Nein, natürlich übernimmt das die Technik. Und damit das funktioniert, nehmen die zwei Sprecherinnen etwa zweimal im Jahr im Tonstudio in Esslingen neue Ansagen auf. Aber wie ist das eigentlich, seine eigene Stimme in der Bahn zu hören? Ich höre dann kontrollierend zu. Ich überlege mir, war das gut gesprochen? Vielleicht fällt mir irgendwas auf, was ich mir vornehme für nächstes Mal. Aber es ist mir auch schon passiert, dass ich irgendwo saß und gefahren bin. Und plötzlich höre ich eine Stimme und ich denke, die kenne ich. Ach so, das bin ja ich. Achtung. Ganz überrascht wird Sibylle Schwarz von ihrer Stimme nicht. Sie fährt nämlich selbst nicht ganz so häufig mit der Bahn. Aber wenn ich sie benutze, dann gucke ich schon, dass ich dann mindestens am Charlottenplatz mal umsteige, damit ich mich selber höre. Und trotzdem, es ist mir immer peinlich, wenn dann mein Mann zum Beispiel sagt, ha, die kenne ich doch. Ihr Mann erkennt sie also schon mal. Achtung. Erkennen denn auch die Fahrgäste in Stuttgart die Stimme? Bekannt ist sie mir, aber wer es jetzt gerade ist, weiß ich nicht. Rotebühlplatz. Kann ich nicht sagen, ne? Nicht so bekannt, ne? U1 nach Vaihingen fährt ein. Die Stimme ist Heimat. Nee, also ich höre die halt den ganzen Tag unbewusst und deswegen habe ich es auch nicht gemerkt. Dass die Leute die Stimme nicht erkennen, ist auch gut so. Wenn ich mir in der Bahn Gedanken machen würde über die Person, die da dahinter steckt, dann ist die Ansage falsch. Das heißt, die Ansage in der Bahn oder im Bus, die soll so neutral sein, dass man eigentlich keine Person dahinter sich denkt. Doch tatsächlich stecken zwei Persönlichkeiten hinter den Durchsagen. Und vielleicht fahren jetzt auch Sie mit etwas anderen Ohren im Bus und in der Stadtbahn. Nun zu weiteren Meldungen aus der Region. Unter anderem beschäftigte uns dabei ein mysteriöser Unfall. Eine 42-Jährige ist bei Winterbach im Rems-Murr-Kreis schwer verletzt worden. Die Frau war mit ihrem PKW in den frühen Morgenstunden in die Mittelleitplanke gekracht.
Zunächst ist sie jedoch noch unverletzt ausgestiegen und unterhielt sich mit einem anderen Verkehrsteilnehmer. Anschließend wollte sie auf die andere Straßenseite. Beim Versuch, die Fahrbahn zu überqueren, wurde sie dann von einem entgegenkommenden Auto erfasst und schwer verletzt. Warum sie die Straße überqueren wollte, ist noch unklar. Gregor Gysi, der Präsident der Europäischen Linken, hat Stuttgart besucht. Auf dem gut gefüllten Schlossplatz sprach Gysi gestern Abend über Europapolitik, Donald Trump und die Folgen der Globalisierung. Du kannst nicht Weltwirtschaft machen, du kannst nicht die Menschheit zusammenrücken lassen und sagen, die soziale Frage weltweit interessiert dich nicht. Sie steht jetzt weltweit. Sie steht weltweit. Gysi kam auf Einladung des Stuttgarter Bundestagskandidaten Bernd Rieksinger, um diesen im Wahlkampf zu unterstützen. So circa 8 Minuten sind wir jetzt auf Sendung. Genau diese Zeit sitzt auch unser Kollege Lukas Schäfer nun schon in einem Auto und das in der prallen Sonne. Hört sich nach einer ziemlich schweißtreibenden Aufgabe an. Richtig, 8 Minuten sitze ich jetzt hier drin und wir haben mittlerweile 41,7 Grad. Also man sieht es vielleicht, ich komme schon richtig ins Schwitzen und ich muss sagen, ich habe mir schon gedacht, dass es hier drin heiß wird, aber dass es sich so schnell aufheizt, das hätte ich nicht gedacht. Jetzt muss ich noch irgendwie 5 Minuten durchhalten. Tapfer bleiben, Lukas. Gleich ist es geschafft und dann gibt's ein kühles Bierchen. Und mal ganz ehrlich, die SGBBM-Ladies jammern doch auch nicht und die müssen bei der Hitze ja auch schon wieder richtig ranklotzen. Dazu gleich mehr bei uns. Herzlich willkommen zurück. In der vergangenen Saison haben die Frauen der SGBBM Bietigheim die perfekte Bundesliga-Saison gespielt. 26 Spiele, 26 Siege und ganz klar bei dieser Bilanz, am Ende gab es den deutschen Meistertitel. Damit ist die Messlatte für diese Saison natürlich extrem hochgelegt, ist aber scheinbar egal. Genug Selbstbewusstsein ist da, auch für die neue Saison. Gut 2 Monate sind diese Bilder jetzt alt. Der erste deutsche Meistertitel ist für die SGBBM Bietigheim ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte. Zudem nimmt das Team in der kommenden Saison erstmals an der Champions League teil. Die Meisterfeierlichkeiten sind zwar längst Geschichte, die Gewissheit, etwas Großartiges erreicht zu haben, dauert bei Trainer Albertsen und seinem Team allerdings noch an. Sehr, sehr gutes Gefühl. Man merkt das auch in der Stadt. Wir bekommen unheimlich viel Groß-Lob für unsere einsatzliche Saison. Und viele wollten uns in Champions League jetzt sehen. Und ja, das ist einfach toll. Nicht ganz so toll ist für die Sportler die Zeit der Saisonvorbereitung. Das ist auch bei Neuspielführerin Kim Naizinavicius nicht anders. Ich bin niemand, der gerne auf dem Sportplatz da seine Runden rennt. Ich weiß, es muss sein und deshalb machen wir das natürlich auch. Aber wir freuen uns natürlich dann auch, wenn wir wieder vor Zuschauern spielen können. Und die kräftezehrenden Trainingseinheiten sind für das Teambuilding und die Integration der Neuzugänge aber unverzichtbar. Ich erinnere mich an ein Training dienstags vormittags, wo wir bei strömendem Regen wirklich draußen gerannt sind. Und ja, sowas schweißt auf jeden Fall zusammen. Spielerisch und taktisch will sich das Team in der kommenden Saison noch weiter verbessern. Und das nach einer perfekten Saison mit 26 Siegen bei 26 Spielen. Versuchen, in neue Saison zu gehen mit besserer Form. Ja, dann sehen wir, ob das klappt, genauso eine gute Saison zu machen als letzte Saison. Das hat auch mit Glück zu tun, wenig Verletzungen. Und ja, man muss auch Glück dazu haben. Mit Glück und Können und einer großen Portion Selbstbewusstsein geht es also in die Mission Titelverteidigung. Denn die Meisterfeier im Mai soll nicht die letzte in Bietigheim gewesen sein. Ein letztes Mal schauen wir jetzt zu unserem Kollegen Lukas Schäfer. Seit Anfang der Sendung, also seit gut 13 Minuten, lässt der sich schon in einem Auto mitten in der Sonne so richtig grillen. Warum? Tja, er will im Selbsttest zeigen, wie heiß es dort auch schon in kürzester Zeit wird. Ja, Günther, es reicht mir. Wir haben jetzt 13 Minuten um und mittlerweile knapp 48 Grad. Ja, es reicht. Ich mache jetzt die Tür auf. Ja, dieser Test zeigt, was hier im Auto für Temperaturen entstehen können. Und es zeigt auch, liebe Eltern, liebe Hundebesitzer, lassen Sie niemals Ihren Hund oder Ihr Kind im Auto, auch keine 5 Minuten. Denn gerade Kinder können Hitze nicht so gut regulieren wie wir Erwachsene. Also genießen Sie die Sonne, aber Vorsicht vor der Hitzefalle im Auto.
Ja, und wie gesagt, das war jetzt nur eine Zeitspanne von knapp über 10 Minuten. Sie können sich vorstellen, wie es dann nach 20 oder mehr aussieht. Aber jetzt Schluss mit dem Wetter mies machen. Wir wollen natürlich weiterhin Sommerwetter. Also Anna Gröbel, jetzt enttäuscht uns bitte nicht. Wir sagen schon mal Tschüss. Morgen ab 18 Uhr sind wir wieder für Sie da. Bis dahin einen schönen Abend noch. Tschüss, machen Sie es gut. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Es wird wärmer und wärmer. Mit den steigenden Temperaturen steigt nun allerdings auch das Risiko für Gewitter. Ja, und somit brauen sich im Laufe des Donnerstags vor allem im Süden, vor allem über Schwarzwald und Alb, auch mal dickere Quellwolken zusammen. Und daraus können sich dann Schauer und Gewitter bilden. Die treten zwar nur vereinzelt auf, können aber auch mal etwas heftiger ausfallen. Abgesehen davon wird es aber wieder sonnig und sehr warm. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 30 Grad. Bei uns im Großraum Stuttgart gibt es erstmal sehr viel Sonnenschein, aber auch bei uns steigt das Risiko für Schauer und Gewitter im Tagesverlauf an. Also besonders am späten Nachmittag, am Abend, teilweise auch noch in der Nacht auf Freitag, können hier und dort mal kräftige Gewitter durchziehen. Da kann es auch mal richtig kräftig schütten, gewittern und stürmen. Aber das betrifft nur wenige Orte. In vielen Orten bleibt es auch den ganzen Tag über trocken, bei Topwerten von 24 bis 27 Grad. Am Freitag, am Wochenende und auch zum Start in die neue Woche ändert sich nichts an dem sommerlichen Wetter. Wir bekommen weiterhin sehr viel Sonnenschein und Topwerte um 30 Grad. Der heißeste Tag wird der Samstag mit bis zu 31 Grad. Hundertprozentig stabil ist das Wetter aber weiterhin nicht. Das heißt, im Tagesverlauf kann es gelegentlich mal ein Hitzegewitter geben.